Salam alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Für uns ist der Tod besser als das Leben. Einen derartigen Spruch könnte man erwarten von Menschen in sehr hohem Alter, die sehr leiden, die sehr krank sind, die vielleicht nur noch durch Spritzen, Schmerztabletten, Schmerzmittel überhaupt noch leben können. Da könnte man so einen Satz erwarten: Für uns ist der Tod besser als das Leben. Aber von einem kleinen Kind voller Hoffnung sollte das Kind sein. Steht am Anfang seines Lebens mit all den kindlichen Erwartungen. Wir leben in einer Welt, wo Kinder so sprechen. In Palästina. Dort sprechen Kinder so. Und die Welt nimmt es hin. Und die Welt nimmt es hin. Wir haben ein aktuelles Ereignis. Ein Terrorist, wie man sagt, oder Terroristenführer, hat man exekutiert. Man hat ihn nach 10 Jahren gefunden. Man behauptet zuvor keine Chance gehabt zu haben, ihn zu finden. Und man hat ihn exekutiert, erschossen. Die US-Regierung wird uns die Bilder zeigen von 2 Kopfschüssen, die man einem Menschen verpasst hat. Als Beweis, dass wir ihn erwischt haben, sagen die Amerikaner. Wir leben in einer Zeit, wo Tote, Verstümmelungen, Schwerverletzte diese Bilder einfach so über den Bildschirm laufen. Und wir immer emotionsloser werden und wir immer kaltherziger werden, kaltblütiger. Wir leben in einer Zeit, wo das Töten eines Menschen oder die Tötung, die Exekution eines Menschen gefeiert wird, wie ein Volksfest. In so einer Zeit von Hass, Mord, Totschlag leben wir. Der Stärkere setzt sich durch. Wenn wir uns die Situation vorstellen, hoch ausgerüstete US-Militärs mit hoch ausgerüsteten Waffen, sie haben einen Befehl, zunächst einmal einen Menschen zu töten. Man hat uns zunächst einmal die Geschichte verklickert, dass Osama bin Laden bewaffnet war und sich gewehrt hat. Heute erklärt man, er war unbewaffnet. Einzelheiten kommen ans Licht. Die Ehefrau habe versucht, sich verzweifelt zu wehren gegen die heranstürmenden US-Soldaten. Amerika spricht, der Gerechtigkeit wurde ihre Schuldigkeit getan. Die Gerechtigkeit. Ein Begriff, der schnell über die Lippen geht. Wir sagen, man darf nicht mit zweierlei Maß messen. Wir werden in wenigen Tagen alle detaillierten Beweise sehen, wie man einen Menschen umgebracht hat. Sie werden uns die blutigen Fotos zeigen, voller Stolz auf das Getane. Sie werden uns alle Details präsentieren. Die Amerikaner sind aufzufordern, dies genauso zu tun mit dem 11. September. Bis heute werden dort Fotos vom Pentagon zurückgehalten, obwohl sie mehrfach angefordert werden. Bis heute werden die Indizien zurückgehalten. Die Flugschreiber seien alle nicht auffindbar. Viele, viele Fragezeichen, die sich ergeben.
Der freie Fall von Gebäude 7, die kontrollierte Sprengung, die Wissenschaftler, die darauf hinweisen, dass dieses alles eine gewaltige Inszenierung gewesen sein muss von einem großen Regiespiel gezeichnet. Das heißt, man nennt es Inside Job, weil sämtliche Infrastruktur ein Außenstehender so nicht haben kann. Hier müssen Insider am Werk gewesen sein. Hier müssen zum Beispiel an Gebäude 7 Monate zuvor die Sprengsätze entsprechend so ausgerichtet worden sein, dass es zu einer kontrollierten Sprengung, zu einem kontrollierten Fall von Gebäude 7 kommt. Fragen über Fragen. 10 Jahre später sind wir keinen Schritt weiter. Aber hinsichtlich der Exekution von Bin Laden wird man uns alles zeigen. Stolz, dass man einen Menschen getötet hat. Man hat keine Beweise. Überhaupt keine, dass Bin Laden überhaupt der Drahtzieher für den 11.09. sein soll. In der Vergangenheit wurden dazu Videos präsentiert, die ganz klar eine Täuschung waren, eine Fälschung. Sie stellten Bin Laden nicht dar. Es gibt von Experten des Geheimdienstes, Ex-Mitglieder des Geheimdienstes, es gibt viele, viele Bücher, viele Stimmen, die laut geworden sind, dass Bin Laden ein von den USA hochgepuschter Mythos gewesen ist, um entsprechende politische Ziele national und international durchzusetzen. Nun stelle man sich das vor, auf ein Anwesen stürmen die amerikanischen Soldaten und erschießen einen wehrlosen Mann. Das ist zunächst einmal die Szenerie, wie sie sich einem Außenstehenden dargeboten hätte, wenn man Augenzeuge gewesen wäre und über die Hintergründe nicht informiert wäre. Was für eine Zeit leben wir? Angela Merkel tritt vor die Kamera und sagt, dies ist etwas sehr Erfreuliches. Es sei also erfreulich, sagt sie, die sich der Religion des Christentums angehört fühlt oder angehörig fühlt. Sie sagt, es ist gut, dass getötet wurde. Das Christentum, das sie meint anzugehören, hat den Leitsatz, du sollst nicht töten, und hat den Leitsatz, liebe deine Feinde. Es ist eine Beleidigung für alle Christen, dass Angela Merkel sich als eine christlich-demokratische Politikerin vor die Kamera stellt. Sie hat eigentlich den Begriff christlich mit diesem Statement verraten. Verfassungsfeindlich außerdem oder zudem, denn die Befürwortung öffentlich der Todesstrafe kann man genauso als verfassungsfeindlich interpretieren und darlegen. Und entsprechend sollte hier auch die entsprechende Kritik laut werden, denn noch leben wir in einem Rechtsstaat und wir dürfen uns nicht auf das Niveau der Amerikaner, wo die Todesstrafe ja noch besteht, begeben. Jetzt könnte man sagen, das muss ausgerechnet ich sagen, als ein Muslim. Ich bin ein Muslim in meiner religiösen Überzeugung. Aber hier in diesem Staat gelten die hiesigen Gesetze. Was mein Herz sagt, welche Gesetze ich gerne sehen würde hier für diesen Staat, in dem ich lebe, ist nur eine innere Überzeugung. Wir müssen leben mit dem Gegebenen. Wir müssen leben mit den Gesetzen, wie sie uns sich darbieten. Das verlangen natürlich auch die Deutschen von uns. Das verlangt die Regierung von uns. Sie will, dass wir uns zu der Verfassung bekennen. Wenn wir uns zu dieser Verfassung politisch nicht religiös motiviert oder religiös überzeugt bekennen, dann haben wir das Recht zu sagen, Frau Merkel, Sie haben ganz klar eine verfassungsfeindliche Aussage getätigt, indem Sie befürwortet haben, die Exekution, die völkerrechtswidrig war. Völkerrechtswidrig, weil Bin Laden ist kein Tyrann, ist kein Diktator. Adolf Hitler zum Beispiel hätte man exekutieren können, weil er ein Diktator ist, der unterdrückt. Bin Laden ist kein Tyrann und kein Diktator.
Das Einzige, was die Amerikaner für ihren gewalttätigen Krieg oder ihre Kriege und das Morden von Zivilisten weltweit vorbringt, sie befinden sich in einem Krieg mit dem internationalen oder gegen den internationalen Terrorismus. Es wird höchste Zeit, dass die Amerikaner endlich die Vorwürfe, die nicht von Muslimen erhoben werden, sondern von ihrem eigenen Volk, von den Amerikanern selbst, von Nichtmuslimen, diese Vorwürfe, dass es sich um einen Inside-Job handelt, ausräumen. Das geht nur mit einem Weg, dass 9/11 an die Tagesordnung kommt, zur Untersuchung dieses Falles. Aber was in Amerika zu hören und zu lesen ist, ist beängstigend. Kronzeugen, die die Regierung schwer belastet haben, die genau in diese Richtung argumentierten, dass es sich um einen Inside-Job handelte, die sehr belastenden Kronzeugen, sind auf mysteriöse Art und Weise reihenweise ums Leben gekommen. Man hat gesagt, sie haben sich das Leben genommen. Es ist klar, die Amerikaner haben gefälschte Videos verwendet im Hinblick auf Bin Laden. Ein Fake, ein Double, das irgendeinen Text runtergesprochen hat, der für die Amerikaner politisch gelegen kam. Es gibt ganz klare Beweise, dass diese Personen, diese verschiedenen Bin Ladens in den Videos nicht das Original darstellen. Die Amerikaner haben viele Informationen, was 9/11 angeht, zurückgehalten. Sie haben sich widersprochen. Ihr eigener damaliger Präsident hat sich massiv widersprochen. Als er direkt befragt wurde, ob er ein Hintergrundwissen habe und wie er dazu stehe, dass man ihm vorhalte, in einem Inside-Job verwickelt zu sein, da stotterte der damals politisch mächtigste Mann der Welt, wie ein Kleinkind, das nicht mehr weiter weiß beim Aufsagen eines Gedichts. Totale Verunsicherung, totale Angst, jemand, der viel zu verbergen hat. Die Amerikaner werden jetzt alles offenlegen im Hinblick auf die Tötung von Osama bin Laden. Das wird sie noch mehr belasten hinsichtlich 9/11. Denn wir werden sagen, seht her, wenn ihr wirklich die Indizien habt, dann zeigt ihr sie auch. Im Falle von 9/11 habt ihr sie nicht und deswegen zeigt ihr sie nicht. Und es ist nicht nur 9/11, das mysteriös ist, sondern auch die Anschläge. London, Madrid haben viele Widersprüche. Menschen haben Bücher geschrieben, in denen sie das detailliert ausgearbeitet haben und die Regierung schwer belasten. Heute aber stehen die Amerikaner immer noch da, als wären sie diejenigen, die alleine das Recht auf ihrer Seite gepachtet hätten, als wären sie diejenigen, die all den Vorwürfen über einen Inside-Job einfach in den Wind schlagen, und sie haben ganz klar Afghanistan völkerrechtswidrig besetzt. Sie sind eine Besatzermacht in Afghanistan gegen das internationale Völkerrecht. Und sie haben in Afghanistan unrechtmäßig Zivilisten getötet. Unrechtmäßig. Sie befinden sich dort in einem Land, das Amerika weder angegriffen hat oder sonst in irgendeiner Form sogar eine politische Begründung geliefert hat für eine Invasion dieses Landes. Gleiches gilt für den Irak. Es gibt sogar Originalvideos und Mitschnitte, in dem der verstorbene Osama bin Laden mit aller Deutlichkeit gesagt hat, bei der Ehre, dass er ein Muslim sei, distanziere er sich von den Anschlägen des 11. September, dass er damit nichts zu tun hat. Wir wissen nicht, was gespielt wird. Wir wissen nur eins, dass die Medien sich laufend widersprechen. Und wir selber als Muslime hier in Deutschland sehen, wie die Medien lügen. Sie lügen. Im Zusammenhang mit EZB wird gesagt, es soll eine Terroristenschule gegründet werden. Hier sollen Kinder zu Terroristen herangezogen werden, titelte RTL. Darauf direkt angesprochen, kommt ein Dementi, dass dem nicht so wäre, obwohl die Beweise auf der Hand liegen. Es wird gelogen, dass die Balken sich biegen, und es wird gehetzt. Und die Hetze wird jetzt sogar noch zunehmen. Einige meinen wirklich, dass sie nun versuchen, mit einer gewissen Gehässigkeit
den Tod von Osama bin Laden in den Medien hochzupuschen, um die Muslime zu verletzen, zu demütigen. Das ist eine völlige dumme Einstellung und ein völlig dummes Denken. Denn tatsächlich verkörperte Osama bin Laden nicht den Mainstream-Islam, nicht den wahren Islam, den die meisten Muslime anhängen. Man kann zu Osama bin Laden viel sagen, man muss sagen, dass er als Muslim gestorben ist und dass seine Sache bei Allah subhanahu wa ta'ala liegt und wir nicht das Recht haben zu urteilen. Es gibt ganz klar Auslegungen des heiligen Koran von ihm, die sehr fragwürdig sind und einen aggressiven Angriffskrieg versuchen aus dem Koran herzuleiten, was absolut unmöglich ist. Dafür gibt es im Koran eindeutige Verse, die genau dieses verbieten. Osama bin Laden hat sich der Abrogationslehre bedient und hat deutlich immer wieder gesagt, dass Sure 9, die friedfertigen Verse, die eben diesen aggressiven Krieg verbieten, dass Sure 9 dies abrogiert habe. Dies ist ganz klar eine falsche Auslegung. Denn wer sagt, dass Teile im Koran ungültig sind, erklärt den kompletten Koran für ungültig. Trotzdem wissen wir nicht Näheres. Wir wissen nicht, welche Videos uns präsentiert wurden. Wir wissen nur, dass die Experten gesagt haben, im Vergleich zu dem Osama bin Laden, der optisch visuell festgehalten war in verschiedenen Dateiformaten, waren diese Videos ganz klar eine Abweichung, ein Fake, Doubles, mit denen man gearbeitet hat, um den Double das sagen zu lassen, was die Amerikaner politisch nützt. Das alles wird immer schwelen, wenn man nicht endlich dafür sorgt, für eine Aufklärung. Wenn man nicht die Fakten auf den Tisch legt, muss sich Amerika gefallen lassen, dass die Muslime sagen, ihr habt 1,5 Millionen Muslime in den letzten Jahren abgeschlachtet und getötet. Zum Teil mit Waffen, die völkerrechtswidrig sind, mit allem anderen als Präzisionsbomben oder Präzisionswaffen, ja, oder Marschflugkörpern, die exakt programmiert sind und mit allem, womit man getönt hat, dass man alles unternehmen will, Zivilisten zu schonen. Wir haben die Bilder alle noch in unserem Kopf und in unseren Köpfen, wie die amerikanischen Piloten in diesem Hubschrauber gehässig lachen und Zivilisten, die keine Waffen tragen und auch durch Kameras mit hoher Auflösung genauso identifiziert werden konnten, dass es Zivilisten sind, mit einem schallenden Lachen vor unser aller Augen getötet wurden. Wer so etwas begeht, der kann nicht das Recht für sich in Anspruch nehmen. Der kann sich nicht hinstellen und sagen, wir befinden uns im Krieg mit dem internationalen oder gegen den internationalen Terrorismus, wenn es Beweise gibt, dass Amerika selber Terror ausübt, Zivilisten von einem Hubschrauber aus gehässig mit einem Lachen tötet. Das ist ein Bild, das um die Welt gegangen ist und das kann nicht in Vergessenheit geraten. Amerika hat also nicht die Gerechtigkeit auf seiner Seite gepachtet. Im Gegenteil, durch derartiges, was da ans Tageslicht gekommen ist, wird immer deutlicher, dass die Amerikaner selbst diesen Krieg so führen wie Terroristen. Das muss man mit aller Deutlichkeit sagen, an der Faktenlage orientiert. Was nun passiert ist, ist eigentlich, dass man sagen müsste, die Täter vom 11. September, so haben uns die Amerikaner das jedenfalls verklickert, die sind in den Flugzeugen verbrannt und gestorben. Insofern sind die Täter ums Leben gekommen. Nun hat man, oder meint man, den eigentlichen Drahtzieher getötet zu haben. Dafür hat man uns, der Öffentlichkeit, keine Beweise geliefert. Ominöse Videotapes mit einem Geständnis von einem Double können garantiert nicht als Beweis herhalten. Das heißt, bis heute haben wir keine Beweise und Militärs, Ex-Generäle sagen, es ist unmöglich, dass Osama bin Laden diese Tat logistisch geplant und hat umsetzen lassen. Es ist unmöglich. Allenfalls könnte man sagen, dass er vielleicht durch seine Rhetorik
Menschen dazu beeinflusst hat, so etwas zu begehen, aber Experten sagen, dass die Flugschüler niemals in der Lage waren, diese logistische Aktion, wie sie durchgeführt wurde, vom kompletten Timing so durchzuführen. Experten sagen, es war eindeutig ein Inside-Job. Das heißt, in welcher Welt leben wir? Am 11. September wurde ein Inside-Job ausgeführt. Das sagt man uns. Man legt es uns plausibel dar. Dann wurde aufgrund dessen viele, viele Kriege initiiert, in denen viele Menschen abgeschlachtet und getötet wurden, indem man sich Bodenschätze sicherte, Erdöl, alles, was man braucht für ein gutes Leben. Und wenn man dann eben 1,5 Millionen Menschen dann abgeschlachtet hat, und wenn man dann davon ausgeht, dass dies ein Inside-Job war und 3000 Menschen im Inside-Job getötet wurden, plus ein Osama Bin Laden und noch viele, viele andere Köpfe, dann mutet es als eine gewaltige Gehässigkeit an, wenn dann Barack Obama sagt, die Welt ist eine bessere Welt seit diesem Tag. Davon kann einfach nicht die Rede sein. Diese Welt ist die schlechteste Welt, die wir jemals hatten. Ungerechtigkeit wuchert, Ungerechtigkeit überall, wo wir hinsehen. Damit komme ich zum Anfang meines Vortrages zurück. Für uns ist der Tod besser als das Leben. Das ist das Ergebnis der internationalen Politik. Das ist das Ergebnis der angeblichen Gerechtigkeit, die bestehen soll. Immer wieder hat man gesagt, man möchte eine Zwei-Staaten-Lösung, Palästina und Israel. Das hat man schon längst verraten. Israel baut eine barbarische Mauer. Israel unterdrückt Palästina. Israel ist ein ungerechter Besatzer. Israel begeht einen systematischen Völkermord. Und die Opfer sind die Kinder. Und sie sagen, für uns ist der Tod besser als das Leben. Wenn man in einer solchen Welt lebt und sagt, dies ist eine gute Welt oder dies ist eine gerechte Welt, dann sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man garantiert sehr ungerecht ist. Solange wir es nicht schaffen, die Gerechtigkeit zwischen Israel und Palästina herzustellen, das heißt, dass beide gleichberechtigt behandelt werden, wie auf einer Waage, gleichgewichtig und gleichberechtigt, kann man von keiner Gerechtigkeit in dieser Welt reden. Und man muss ganz klar sagen, dass der Ursprung des Terrors, der Ursprung der Unzufriedenheit, der Ursprung der explosiven Wut wegen der Ungerechtigkeit in genau diesem Teil der Welt liegt. Das Problem Palästina. Die Welt hat aber weggeschaut. Und die Welt überließ die Palästinenser der hoch ausgerüsteten israelischen Militär, die sie drangsaliert, gefoltert und getötet haben. Die Welt horchte nur auf, wenn mal nicht Palästinenser von Israelis abgeschlachtet wurden, wenn Friedensaktivisten von ihnen getötet wurden, dann horchte die Welt schon mal auf. Aber wenn Palästinenser täglich sterben, ist es nicht einmal einen Bericht in einer Tageszeitung wert. So sehen die Realitäten aus. Und das nennt Barack Obama eine bessere Welt. Tod von Osama bin Laden ist nur der Abschluss eines Kapitels, das endlich den Amerikanern ein Phantom genommen wird. Ein Phantom, das sie die ganze Zeit politisch missbrauchten. Leider haben die Amerikaner Vorsorge getragen. Sie brauchen Osama bin Laden nicht. Sie haben es geschafft, die Welt aufzustacheln gegen alle Muslime. Wir alle, jeder Muslim, ist in deren Augen ein Osama bin Laden. Wassalamu alaikum wa rahmatillah, meine lieben Brüder und Schwestern im Islam und allen anderen ein tiefes Nachdenken.